Kanadas Prärie. Eine scheinbar unendlich weite Landschaft, in der kaum ein Baum wächst. Tagelang fahren wir auf geraden Straßen durch das Flachland, lernen die für die Region so bekannten Stürme kennen, in denen es in kurzer Zeit so viel hagelt, dass es aussieht, als hätte es geschneit. Und kommen schlussendlich in Calgary an. Eine Stadt, in die man sich sehr schnell verlieben kann. Nachdem wir gestern noch ein wunderschönes Abendessen mit Sabine und Micha hatten, verlassen wir Winnipeg heute wieder. Besonders viel können wir nicht über die Stadt sagen. Aber wir haben erfahren, dass es die erste Stadt in Nordamerika war, die die Notrufnummer verwendet hat. Außerdem gibt es ein Gefängnis für bösartige Eisbären, das einzige weltweit wohlgemerkt. In alle Richtungen ist man auf endlosen, fast kurvenfreien Straßen unterwegs, so wie wir gerade Richtung Brandon. Wir verlassen gerade Brandon, wo wir gestern Nacht gestanden, geschlafen und Wasser aufgefüllt haben. Das war großartig. Jetzt haben wir frisch gewaschene Wäsche und volle Tanks. Besser geht's nicht. Die Leute waren auch super nett. Da kam ein Angestellter von der Stadt, dem wir wieder sehr gefallen haben. Der hat dann gefragt, ob wir ein bisschen Zeit haben für ein Interview. Dann hat er seine Social Media Lady geholt, die dann Fotos gemacht hat. Und so ein anderer, der das Interview führen sollte, der hatte gerade keine Zeit, aber der schreibt uns noch eine Mail, dass wir ihm so noch das Interview beantworten. Also wir hatten unseren ersten hochoffiziellen Termin mit der Stadt Brandon. Parallel zum Highway verläuft übrigens auch die transkontinentale Verbindung der Eisenbahn zwischen Montreal und Vancouver. Dementsprechend oft werden wir von Zügen mit unzähligen Waggons auf unserer Reise begleitet. Kurz vor Regina machen wir dann unseren nächsten Halt auf einem Wanderparkplatz. Und es ist wieder mal Zeit für Pizza. So gut wie Micha in seinem Pizzaofen bekommen wir sie leider nicht hin. Aber besser eine nicht ganz perfekte Pizza als gar keine Pizza. Es geht weiter durch die Prärie, in der aufgrund des Regenschattens der Rocky Mountains und der damit verbundenen trockenen Klimabedingungen kaum ein Baum zu finden ist. Dies scheint perfekt für die sogenannten Präriehunde zu sein, welche sich zuhauf und recht suizidal am Rande des Highways tummeln. Meinen Recherchen zufolge sind sie aber trotzdem kaum vom Aussterben bedroht. Um 1900 soll es sogar über 5 Milliarden Schwarzschwanz-Präriehunde in Nordamerika gegeben haben und sie stellten damit eine ernste Bedrohung der Landwirtschaft dar. Wir sind mal wieder auf Zwischenstopp in einem sehr netten Örtchen vorbeigekommen. Wie heißt's hier? Na, also der Ort heißt Medicine Hat. Medicine Hat, genau. Beim Medicine Hat sind wir hier bei so einem angelegten See-Ding. Das ist ganz nett, da hinter dem Hügel, also dahinter, da ist so ein angelegter See und so ein bisschen Musik und so Baden und Kram. Ich habe vorher hier noch Video gemacht, mir ist in der Hitze eh immer zu heiß. Judith hat sich da vorne schon mal hingechillt gehabt. In der Sonne gelegen. Ich lobe mir immer unsere heißgeliebte Klimaanlage. Das ist echt mucho gusto. Und jetzt werden wir hier noch so einen kleinen Trail spazieren und dann wahrscheinlich weiterfahren, weil man darf hier leider nicht übernachten. Das ist das einzige Problem an diesem Stellplatz. Was würdest du unseren Zuschauern gerne heute als deine kluge Tat des Tages weiß machen? Meine kluge Tat? Glaubst du, ich mache was Kluges am Tag? Ja, eine wirst finden.
Was ist das? Das großartig Kluge, was du heute getan hast, was, von dem die Welt wissen muss. Ich habe es geschafft, meinen Mann aus dem Auto zu bewegen, obwohl es 30 Grad hat. Das ist tatsächlich eine Leistung. Man geht hier und denkt sich, irgendwie riecht es hier nach Leiche. Dann geht man so, damit, weil man ein Foto machen will. Tja, die Nase hat nicht getrügt. Komm, mein Leichenspürhund. Episode 3, Judith und die Gans. Wie immer gilt, wer uns beißt, der wird gegessen. Nach 3 Tagen Fahrerei erreichen wir endlich Calgary. Noch sieht es zwar recht regnerisch aus, aber der Wetterbericht verspricht für den Nachmittag Besserung. Wir haben jetzt gerade in Calgary geparkt, eigentlich wieder einfach in der Wohngegend, so dass wir zu Fuß reingehen können. Ich fahre noch immer so hart, dass man hier einfach am Straßenrand parken darf. Das ist so gut. Oh. Okay. Calgary macht den Eindruck einer sehr lebenswerten Stadt. Modern, grün und zu den Rocky Mountains ist es auch nicht weit. Da ist wieder richtig schön. Empfehlung 1, wenn man nach Calgary kommt, Prince Irgendwas Island. Princess Island Park. Princess Island Park, sehr schön. Princess Island Park machen. Also ich würde ja sagen, wenn ich wählen müsste statt dem Yoda, das Penthouse hier oben würde ich mir gerade einreden lassen. Hat der da den Schuh verloren? Jeden Tag eine gute Tat. Heute war's Schuhe einsammeln für Kinder. Tag 2 in Calgary. Wir haben heute schon so einen kleinen Morgenlauf gemacht durch die absurd schönste Wohngegend, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Jetzt gehen wir dann neben unserem Stellplatz ein paar Treppen hoch, da hat man einen schönen Blick auf die Stadt und dann gehen wir was futtern. Yoda steht dahin. Wieder mal wunderbar mitten in der Wohngegend. Einfach auf der Straße und es ist überhaupt kein Problem. Na, schnaust. Nachdem wir ja das heute Morgen schon so viele Kilometer gemacht haben und hier raufgerannt sind. Später werden wir dann doch von einem an die Tür klopfenden Officer darauf hingewiesen, dass es zumindest in Calgary für Fahrzeuge über 4,5 Tonnen nicht erlaubt ist, in der Innenstadt zu parken. Aber wie immer sehr freundlich und die eigentliche $100-Strafe müssen wir auch nicht zahlen.
Eine überaus liebe Nachricht klebte an diesem Tag auch an unserem Yoda, sodass wir die Verfasserin glatt auf einen Kaffee eingeladen haben. Die Gegend um Calgary ist recht bekannt für ihre häufigen und intensiven Hagelstürme, wie sich hier und auch auf unserer Weiterfahrt unter Beweis stellt. Es sind wirklich keine 5 Minuten vergangen und jetzt schaut es wieder so aus. Immer noch begleitet uns der Zug, welcher zum Großteil Kohle, Weizen und Container transportiert, die später auf Schiffe verladen werden. 34 Millionen Tonnen Kohle werden jährlich über die Canadian Pacific Railway an die Westküste gebracht. Wir nähern uns Banff und somit dem Teil von Kanada, auf den zumindest ich mich am meisten gefreut habe, da man in den Parks nur auf Campingplätzen übernachten darf und wir dies wann immer möglich vermeiden, bleiben wir während der Regentage noch außerhalb und somit gratis stehen. Kalt ist es geworden. Über Nacht. Es regnet noch immer, gleich wie gestern. So sieht unser Regentag aus. Auf unserem Sofa mit Decken zusammengepfercht. Videos machen. Auch schön. Kann man uns nicht beschweren. Ah ja, genau wie man sich das erhofft, wenn man durchs Land fährt, um schnell bei den Nationalparks zu sein. Unsere erste Wanderung wollen wir im Bow Valley Provincial Park machen, für den man eine extra Tagesgebühr zahlen muss, selbst wenn man schon mit dem Ganzjahrespass für viele Nationalparks und Museen Kanadas ausgestattet ist. Aber für den Erhalt und die Pflege der Natur zahlen wir das doch gern einmal. Leserin Judith ist auf einen Huf gestoßen. Puh, ich merke, dass wir die letzten Wochen nur gesessen sind. Die Route führt uns zum sogenannten Raven's End, nahe dem Mount Yamnuska. Ab hier heißt es übrigens immer brav, das 40 Dollar Bärenspray dabei und griffbereit haben. Angriffe kommen zwar eigentlich so gut wie nie vor, aber sicher ist sicher. In den nächsten Tagen wollen wir noch tiefer in die Rocky Mountains zu den Nationalparks vordringen. Alle Natur- und Outdoor-Fans dürfen sich also schon auf ein paar schöne Aufnahmen freuen. Falls das nächste Video nicht wie gewohnt am Sonntag erscheint, bitte nicht böse sein.
Es kann sein, dass wir nächste Woche keine Möglichkeit für den Upload haben werden. Falls nicht sonntags, dann kommt es so schnell wie möglich.